Willkommen zum zweiten Videos im Themenbereich Konfiguration. Dieses Mal geht es um Properties. Die Properties kann ich zum Beispiel verwenden, um einige Informationen über meine Umgebung herauszufinden, wie auf welcher Java-Version laufe ich gerade, welches Betriebssystem wird gerade ausgeführt und solche Dinge. Ich kann Properties auch verwenden, um Konfigurationsparameter reinzubekommen in meine Anwendung mit einer Properties-Datei. Und ich kann auch Properties speichern, wenn ich will. Also zum Beispiel, wenn der Benutzer selber Sachen verändert hat und es soll gespeichert werden, kann ich das auch als Properties speichern. Grund genug, dass wir uns die Properties mal genauer anschauen. Und deswegen starten wir jetzt mit IntelliJ. Sie sehen hier das Programm aus dem letzten Video. Ich mache das mal, vereinfache das mal ein bisschen. Ich sage jetzt hier Refactor Extract Method Pass Command Line. So, jetzt habe ich mir mal den anderen Code vom Hals geschafft. Da können wir sozusagen jetzt leichter arbeiten in der Main-Methode. Die erste Frage, die ich hier stellen kann, ist, vielleicht kann ich schon Fragen stellen zur Systemumgebung. Das sind sogenannte System Properties. Vielleicht zeige ich Ihnen an dem Beispiel mal, wie man die ausliest. Dazu schauen wir ganz kurz in die Dokumentation rein. Hier ist wieder das ist das Tutorial von Oracle zum Thema Java und da geht es um System Properties und er bietet mir hier ein paar Properties an, die ich auslesen kann, um zum Beispiel den Java Vendor rauszukriegen, also von wem kommt das Java Runtime Environment, wie das Betriebssystem heißt, in welcher Version es vorliegt oder wie der User heißt. Und jetzt lesen wir einfach mal ein paar von denen aus und geben die einfach auf der Konsole aus. Und da zeige ich Ihnen, wie das geht. Genau, die Kommandos einfach wieder passen wir mal nicht. So, lesen wir mal einen Parameter aus. Das funktioniert wie folgt: System.getProperty. Und da kann ich dem den Namen übergeben. Zum Beispiel os.name. Und das gebe ich jetzt einfach auf der Konsole aus. Das ist sout. Und dann sagen wir hier Betriebssystem. Betriebssystem. Plus OS Name. Und vielleicht geben wir noch was Zweites aus. Vielleicht sehen wir da was Schönes. So, das heißt, ich kann mit System.get und getProperty Werte auslesen. Wir probieren das jetzt mal aus und starten mal das Programm, wie ich es hier geschrieben habe. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und Sie sehen hier, das ist die Ausgabe meines Programmes. Der hat jetzt hier folgerichtig gesagt, ich bin auf dem Betriebssystem Windows 10 und die Betriebssystemversion ist 10.0. Jetzt lesen wir hier vielleicht nochmal den User aus. So, nochmal starten. So, und Sie sehen hier, mein Benutzername auf dieser Maschine hier ist BE, ist auch korrekt. So, jetzt haben wir schon mal ein paar System-Properties rausgelesen. Das wären Informationen, die würden Sie zum Beispiel als so erste paar Zeilen in die Log-Datei schreiben, damit, falls Sie zum Beispiel den Log von einem Kunden erhalten, dann wissen ungefähr, was ist denn bei dem Kunden installiert. Also auf welchem JDK, welcher JRE läuft Ihr System, auf welchem Betriebssystem läuft es und mit welchem Benutzer arbeitet der Kunde. Eventuell gibt es da schon erste Informationen, dass der Benutzer vielleicht nicht genug Rechte hat oder dass das JDK veraltet ist oder dass es da irgendein Versionsproblem gibt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kann man so eine System-Property auch von außen setzen? Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ich spendiere hier nochmal ein User.Passwort. Passwort. Wenn ich jetzt das mal laufen lasse, ist das null, ne? Der Wert ist nicht gesetzt. Frage ist jetzt, wie kann ich den vielleicht von außen setzen? Und da hilft mir die Run-Konfiguration wieder. Es gibt wieder zwei Möglichkeiten.
Run Konfiguration, Configuration Example, genau. Edit Configuration. Und was ich jetzt da machen kann, ist, da muss ich ein bisschen suchen. Und zwar, ich kann hier einen Parameter von der Virtual Machine mit angeben und da bin ich auch in der Lage, diese Option mitzusetzen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Add VM Options. Da kann ich hier nämlich sagen, minus D. Und dann sage ich hier meine Property, nämlich User.Password. Ob das so eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Word gleich tralala. So. Sage ich hier okay. Wenn ich das Programm jetzt nochmal starte. Sehen Sie hier, Passwort ist tralala. Ich lösche das jetzt hier oben mal wieder raus, jetzt, um Ihnen nochmal kurz den zweiten Weg zu zeigen, dass Sie mir das glauben. Okay. Dazu bilde ich wieder die auswählbare JAR-Datei und jetzt zeige ich Ihnen auch, wie das auf der Kommandozeile geht. Das heißt, ich gehe jetzt hier aufs Terminal und da sind noch die Reste der letzten Demo und sage jetzt hier wieder java-jar build lips.jar und jetzt will ich ja den Kommandozeilen, also die Systemvariable setzen. Wir haben ja gerade schon gesehen, das ist ein JVM-Parameter, also vor der JAR-Datei kommt das Ding hin. User.password gleich tralala. Sie sehen hier auch den Passwort tralala. Ich ändere das mal kurz, dass Sie wirklich sehen, dass das anders ist, anders und Sie sehen, es ist anders. So, also so kann ich sozusagen auch Systemvariablen von außen setzen mit der Option minus D als VM-Parameter. Gut, jetzt kann man Properties auch selber erzeugen. Die verhalten sich ungefähr so wie eine Hash-Map. Das heißt, ich kann hier sagen Properties, Props gleich New Properties. Und dann kann ich hier sagen, ich kann sagen props.setProperty und dann, das ist einfach ein Key-Value-Paar. Ne? Also wie Sie es von der Hashmap gewohnt sind, können Sie hier mit Name Wertpaaren arbeiten. Das heißt, hier kommt erstmal der Key von mir aus User und dann der Value Gerd und vielleicht noch, so sollte man es natürlich jetzt nicht machen, Passwort Pferd und dann gebe ich die einfach auf der Konsole wieder aus. S-out User plus Props. Punkt. Können Sie sich vorstellen, was dann ist? Wahrscheinlich ein Get-Property mit dem Key User. Und Sie können sich vorstellen, dass der wahrscheinlich auch das Passwort dann rausrückt mit Passwort. So, starten wir das Programm wieder. Sie sehen, dass der funktioniert und Sie sehen hier, soll man das mal trennen hier, aber Sie sehen, die beiden Ausgaben habe ich jetzt erzeugt. User ist Gerd, Passwort ist Pferd. Also das funktioniert wie eine Hashmap. So, also jetzt kann man so im Hauptspeicher damit arbeiten. Das ist natürlich jetzt wenig sinnvoll, was ich hier mache, sondern eigentlich will ich ja die Properties aus einer Datei auslesen. Das heißt, Frage ist, wo wäre so eine Datei? Wie heißt die normalerweise? Also wo würde man die suchen und was steht da ungefähr drin? Fangen wir damit mal an. So, wenn wir in das Projekt reinschauen, da gibt es in Gradle und Maven Projekten einen Standardablageort. Und zwar, wenn Sie das Projekt aufmachen, bei Main und bei Test gibt es jeweils Java und Resources. Bei Test genauso Java Resources und die Properties-Datei. Da habe ich ein Beispiel schon mal vorbereitet, die liegt unter Resources. So, das heißt, da kann ich jetzt Properties setzen, zum Beispiel User.name ist Harry und Passwort ist Hirsch zum Beispiel. So, und jetzt muss ich den Inhalt der Datei irgendwie in diese Properties-Datenstruktur reinbringen. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Denn das ist so ein häufiger Anwendungsfall, dass es so eine Properties-Datei gibt, die von außen gesetzt wird. Und deswegen müssen wir die auslesen können. Wie funktioniert das? Ich kann hier bei Props, kann ich sagen Load. Load und der will hier einen Input-Stream haben. Das heißt, jetzt muss ich irgendwie die Datei lesen. Und zwar so, dass er die sicher findet. Also wenn ich jetzt hier so mit File.io arbeite, ist das vielleicht ein bisschen zu sperrig.
Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt da so eine Lösung, die immer wieder vorgeschlagen wird. Die programmiere ich Ihnen vor. Und das schauen wir uns dann mal an. Input Stream in gleich 0 erstmal, dass wir den weiteren Fortgang sehen. Kann ich hier nämlich sagen: Props.load, nicht List Load in. Dann kann ich wieder die Sachen ausgeben, sOut, User plus Property, User.name und das Passwort. Jetzt muss ich natürlich die Datei erstmal parsen. Also so wie ich das jetzt spezifiziert habe, würde das Programm abstürzen mit einer Null Pointer Exception und deswegen müssen wir hier jetzt was laden. Das heißt, es scheint ein guter Weg zu sein. Ich kann allerdings nicht wirklich begründen, warum, wenn man hier über einen Class Loader geht. Das heißt, ich gehe jetzt hier über meine Klasse, über das Class Objekt und sage jetzt hier get Class Loader. Also verwende den Class Loader direkt. Das heißt, dann greife ich hier sozusagen auf die Hierarchie zu, die ich über den Class, also wo auch meine Class-Dateien sind. Quatsch, das habe ich hier falsch Return gedrückt. Sekunde. So, so ist schöner. Get Class Loader. Dann haben wir hier nämlich Get Resource as Stream. Und das ist, dass die Datei hieß Application Properties. So, das heißt, jetzt findet er die Datei und zwar kopiert dann Gradle eigentlich die Application Properties dann an die richtige Stelle. Wie gesagt, vorausgesetzt, Application Properties liegt hier unter Resources direkt und dann findet der das mit Get Resources as Stream sofort. Also das ist sozusagen der kanonische Ablageort für Property-Dateien. So, dann haben wir das jetzt gemacht. Das heißt, jetzt müsste auf der Konsole irgendwas mit Harry und Hirsch kommen. Führen wir den Code mal aus. Und siehe da, User Harry, Passwort Hirsch. So, ein letzter Kommentar dazu und dann ist das Video auch schon aus. Das war eigentlich alles, was ich Ihnen so zu Properties zeigen wollte. Also, Sie haben es gesehen, ich kann irgendwie System Properties auslesen, wie Informationen zum Betriebssystem, dem JDK, der JRE und ich kann selbstgemachte Property-Dateien auslesen. Das habe ich Ihnen hier unten gezeigt. Das ist auch ganz üblich, dass man Dinge wie zum Beispiel Zugriff auf die Datenbank, dass man das in eine Properties-Datei auslagert. Wenn wir uns die Properties-Datei mal anschauen, ist die immer noch nicht schlau genug eigentlich, weil hier steht das Passwort immer noch im Klartext drin. Selbst wenn Sie da irgendwelche Credentials reinschreiben würden, ist das eigentlich auch keine gute Idee. Auch die Application Properties-Datei liegt ja im Repository, also sollte man da auch nicht das Passwort reinschreiben, sondern eigentlich, was jetzt hier rein muss, ist eine Umgebungsvariable. Das ist aber ein bisschen sperrig mit nacktem Java, da braucht man ein bisschen Framework dafür. Aber das Thema Umgebungsvariable, das erkläre ich Ihnen dann im nächsten und letzten Videos zum Thema Konfiguration. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierhin.